So, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, präsentierte sich das erste Landwirtschaftsmagazin vor fast genau 50 Jahren. Am 9. September 1968 flimmerten diese Bilder, damals noch in Schwarz-Weiß, in die Stuben und Wohnzimmer der Südtiroler Familien, die bereits ein Fernsehgerät besaßen. So viele waren das damals noch nicht. In all diesen Jahren wird die Sendung also regelmäßig ausgestrahlt, gestaltet von Kolleginnen und Kollegen, die inzwischen den Ruhestand genießen oder leider auch nicht mehr unter uns sind. Einer der ersten war Hermann Oberhofer. Er war nicht nur der erste Gestalter und Moderator von Aus Hof und Feld, sondern er war auch der erste Direktor des 1957 gegründeten Beratungsringes für Obst- und Weinbau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Wir beginnen heute eine Sendereihe, in denen Probleme für die Landwirtschaft besprochen werden. Das erste Thema handelt über Ernte und Transport im Obstbau. Gegenwärtig beträgt die Kernobsternte Südtirols rund 300.000 Tonnen, also 30.000 Waggon. Das ist eine stattliche Obstmenge. Wenn man die ganze Jahresernte in einen Eisenbahnwaggon laden möchte, hätte der immerhin eine Länge von Bozen bis München. Diese Mengen wurden damals noch in solchen Holzkisten zu den Obstmagazinen gebracht. Heute beträgt die Erntemenge ca. 1 Million Tonnen Äpfel. Gedanken aber machte man sich schon vor 50 Jahren über die knapper werdenden Arbeitskräfte. Allerdings ist im Südtiroler Obstbaugebiet noch nicht überall die Neuzeit angebrochen. Die hohen, breiten Baumkronen, die langen Holmenleitern oder Lehnen mögen Zeugen einer alten Tradition unseres Obstbaues sein, passen aber heute nicht mehr zu den wirtschaftlichen Forderungen im internationalen Wettbewerb. Das umständliche Hinauf- und Herabsteigen an den Leitern, das Herumklettern in den Baumkronen und nur einhändiges Pflücken ergibt nur wenige volle Steigen bis zum Abend. Der Wandel in der Obstwirtschaft vollzog sich in den folgenden Jahrzehnten rasant, hin zu den modernen Anbausystemen, die bei weniger Einsatz viel mehr Ertrag lieferten. Anstelle der Klauberschürze kam nun der Pflückeimer zum Einsatz. Und noch ein System, das die Ernte beschleunigen sollte. Die Steige, eventuell noch eine zweite, stehen auf dem Ernteschlitten, einem möglichst leichten, aber doch stabilen Gestell aus Rohreisen. Kufenförmig gebogene Auflagen erleichtern das Weiterziehen. Der Pflücker hält den Ernteschlitten möglichst nahe bei sich, damit die Hand nur kurze Strecken zwischen dem Baum und der Kiste pendeln muss. Erste Konstruktionen, die Vorläufer der modernen Erntemaschinen, wurden auch schon ausprobiert. Der Erntewagen kann aber nur in Spalieranlagen eingesetzt werden. Und um ihn richtig ausnützen zu können, sind eine Mannschaft von 6 bis 8 Pflückern notwendig. Diese sind allerdings meist nur in Großbetrieben vorhanden. Ein Meilenstein für die Obsternte und Obstanlieferung war der Umstieg von der kleinen Holzkiste auf die Großkiste. In europäischen Anbaugebieten, so in Frankreich, Belgien und Holland, hat man sich bereits darauf umgestellt. Ein holländischer Fachmann stellte fest, mit Hilfe der Großkiste kann im Obstbau neben dem waagrechten auch der senkrechte Transport, also Auf- und Abladen des Obstes, auf sehr rationelle Weise mechanisiert werden. Ob diese Riesenkiste einmal auch in unserem Obstbaugebiet Eingang finden wird? Nicht lange wird es dauern, denn schon ab 1971 kommen die ersten Großkisten auch in Südtirol zum Einsatz. Mit dem Thema Pflanzenschutz, mit Schädlingen wie den Spinnmilben oder dem Fruchtschalenwickler, mussten sich die Bauern und die Fachleute auch vor 50 Jahren schon intensiv auseinandersetzen. Ähnlich wie heute, wenngleich diese Bilder und Mittel wie das hochgiftige DDT zum Glück der Vergangenheit angehören. Zur Klasse 1, mit dem Totenkopf gekennzeichnet, zählen die giftigsten Stoffe Azinfos, Mevinfos, Endosulfan, Parathion, Fac, Demeton oder Systox und Endrin. Zur Klasse 2, auf der Packung das Andreaskreuz, gehören DDT, Sevin, Dinobuton, Diazinon, Rogor, Dipterex, Diquat und Paraquat. Jede Spritzung muss vorher gut überlegt werden, denn beim chemischen Pflanzenschutz ist vor allem auf 3 wichtige Dinge zu achten.
auf die eigene Gesundheit bei der Handhabung der giftigen Präparate, ferner auf die Ernte von fehlerfreiem, damit erst marktfähigem Obst und nicht zuletzt auf die Gesundheit und das Vertrauen der Konsumenten. Nachrichten aus aller Welt und aktuelle Informationen zur Südtiroler Landwirtschaft gab es auch schon in der ersten Sendung 1968. Verlesen von einem Sprecher, hier vom 26 Jahre jungen Rudi Gamper. Obst- und Weinbauern, beachtet bei den letzten noch notwendigen Pflanzenschutzmaßnahmen unbedingt die vorgeschriebenen Wartezeiten der einzelnen Präparate. In den 60er und 70er Jahren erlebte Südtirols Landwirtschaft einen bis dahin unvorstellbaren Aufschwung mit einer rasanten Mechanisierung und Modernisierung der Landwirtschaft. So boten sich also viele Themen an für die Sendung aus Hof und Feld. Außer Hermann Oberhofer gestalteten weitere Fachleute und Journalisten Beiträge oder führten Interviews zu aktuellen Landwirtschaftsthemen, wie etwa Fritz Skrinzi oder Robert Böder, Journalisten der ersten Stunde im Sender Bozen, heute Reis Südtirol. Hier ein Ausschnitt zum 20-jährigen Bestehen des Braunviehzuchtverbandes. Wir haben heute rund 3.800 Mitglieder. Wir haben rund 12.000 Herdebuchkühe im Herdebuch und diese Herdebuchkühe haben im vergangenen Jahr eine Jahresleistung von 3.850 Kilogramm Milch erbracht. Herzlichen Dank, Herr Ingenieur. Und ich möchte noch darauf hinweisen, dass wir im Rahmen der Tagesschau am kommenden Freitag und auch am Sonntag über diese Jubiläumsveranstaltung des Südtiroler Braunviehzuchtverbandes berichten werden. Übrigens, die Milchleistung der Braunviehkühe hat sich inzwischen fast verdoppelt auf 7.300 Kilo pro Jahr. Und wie heute ging es auch schon damals um die Frage nach der Zukunft der Bergbauern, um ihr Überleben in der Europäischen Union, damals noch EWG, angesichts der Konkurrenz der Großbetriebe. Guten Abend, liebe Landwirte. Wir wenden uns heute einmal direkt an die Südtiroler Tierzüchter. Wir nehmen die letzte Zuchtviehversteigerung des Verbandes der Südtiroler Grauviehzuchtgenossenschaften zum Anlass, um einmal etwas Grundsätzliches über die gegenwärtige Marktsituation zu sagen. Herr Ingenieur, der Umbruch, der sich auch in der EWG auf dem Landwirtschaftssektor bemerkbar macht, hat der seine Auswirkungen auf die Marktsituation gezeigt? Es bedarf großer Anstrengungen unserer Bauern und Züchter, um eben immer wieder auf die Erzeugung von Qualitätstieren und von Qualitätsware hinzuarbeiten. Wenn sie das imstande sind zu forcieren und auch zu erreichen, dann ist es bestimmt um unsere Bergbauern auch für die weitere Zukunft nicht so schlecht bestellt, wie manche zu behaupten pflegen. Nur dann, wenn Südtirols Bauern Qualität produzieren, können sie überleben. Eine Strategie, die auch heute wieder hochaktuell ist. Qualität statt Quantität, das hat auch den Weinbauern nach der Weinkrise der 80er Jahre wieder auf die Beine geholfen. 1968 aber ging es noch um die Produktion von Menge und um Arbeitskräfteeinsparung. Eine besonders schwierige Arbeit ist das Zumentragen. Der ganze Ertrag eines Weingutes, oft 200 bis 300 Doppelzentner je Hektar, müssen in vielen Fällen noch auf dem Rücken aus den langen Pergelzeilen herausgetragen werden. In einem Überetscher Großbetrieb setzte man heuer das erste Mal auch die Wädenswiler Traubenrutsche ein. Die Trauben werden in Plastikkübeln zur Traubenrutsche getragen und in die Rinne geschüttet und bergab geht's damit direkt in die bereitgestellten Behälter. Beim Transport der Trauben zum Kälterbetrieb sind in den letzten Jahren ebenfalls interessante Neuerungen zum Einsatz gekommen. Die idyllischen Ochsenfuhrwerke sind auch aus unseren Weindörfern nahezu verschwunden. Allenthalben beherrscht der Traktor das herbstliche Straßenbild beim Transport der Maische und Trauben. 7.000 Hektar umfasste damals die Weinbaufläche Südtirols. Heute sind es noch 5.400 Hektar.
Ab Mitte der 1970er Jahre kam dann Farbe in die Schwarz-Weiß-Bilder. Die Mitarbeiter der Sendung waren nach Hermann Oberhofer, der die Sendung bis 1977 betreute, weiterhin Fachleute aus der Landwirtschaft wie Wolfgang Drahorath und Willi Christoph, Schriftleiter der Fachzeitschrift Obst und Weinbau. Verantwortlich für die Sendung im Hause zeichnete ab der 80er Jahre bis 1995 Kollege Leo Di Sartori. Themen aus der Obst- und Weinwirtschaft waren die Steckenpferde des Kalterers Leo Di Sartori. Vor einem Jahr ist er im Alter von 78 Jahren verstorben. Willkommen bei Landwirtschaft und bei der zweiten Folge Urlaub am Bauernhof und Qualität des Angebotes. Nach seiner Pensionierung übernahm 1995 Christine Bologna-Ohnewein die Sendung. Unter ihrer Federführung wurde der langjährige Sendungstitel aus Hof und Feld in Landwirtschaft geändert, modern und schwungvoll. Über 10 Jahre lang leitete sie das Landwirtschaftsmagazin mit feinem Gespür für die Themen und Fragen zur Landwirtschaft Südtirols. Ihre im Herbst-Winter 2005 aufwendig gestaltete Spezialreihe mit 6 Folgen zu den Bonifizierungskonsortien im Land ist ein wertvoller historischer Beitrag, in der die Entwicklung der Landwirtschaft in Südtirol eindrucksvoll aufgezeigt wird. Ja, und damit sind wir wieder ganz im Heute angekommen. Der Blick in die Vergangenheit hat gezeigt, wie sich die Zeiten ändern und wie vieles ganz anders abläuft, manches aber doch auch ganz ähnlich. Die große Frage aber, wie sich die Landwirtschaft weiterentwickeln muss, diese Frage war immer und ist auch heute noch sehr aktuell. Um diese Frage geht es auch im folgenden Bericht, denn die Bauern im Berggebiet müssen sich immer wieder umtun, um neue Einkommen auf dem Hof zu erwirtschaften. Und da bieten sich viele innovative Nischen an. Eine davon ist die Zucht von Geflügel. Gänse auf der grünen Wiese. Da bleiben die Vorbeifahrenden schon mal stehen und staunen über die Eleganz dieser einheitlich dahinschreitenden, schnatternden Herde. Ein ungewohntes Schauspiel auf einer Wiese längs der Straße nach Ratschings bei Sterzing. Statt Rindvieh also Federvieh. Wie kommt man auf diese Idee? Einmal ist da das Wirtschaftsgebäude ist 40 Jahre alt. Und wenn ich da willst, Milchvieh halten und betreiben, war eine große Investition zu tätigen. Und bei der Gans ist eigentlich ganz etwas unkompliziert. Deshalb kann man in einem alten Gebäude halten und es ist praktisch keine größere Investition zu machen. 180 Weidegänse. Weibliche und männliche Tiere genießen hier die Tage auf der Wiese. Die Nacht verbringen sie im Stall. Gänse sind wetterunempfindlich und ernähren sich vorwiegend von Gras und etwas Hafer. Ihre Haltung ist nicht mit hohen Kosten verbunden. Ich habe ungefähr 2 Hektar Weide gebraucht für die Gänse im Sommer. Das heißt, das Heu habe ich gemäht und Grumet und Böfel umsetzt, darf fressen. Das sind ungefähr 2,5 Hektar, was ich gefressen habe. Nicht enorme Kosten, nein. Erst mit 6 Monaten und einem Gewicht von gut 4 Kilo erhalten sie zur Schlachtung hin spezielles Kraftfutter. Als 3 Wochen alte Küken sind sie im Mai auf den Hof gekommen. Und haben dann eigentlich gleich nach 2 Tagen schon umgehabt, sie auf die Weide zu lassen. Und bin mit dem Kraftfutter, das sie im Umfang brauchen, alle Tage zurückgefahren. Und praktisch nach einer Woche, kann man sagen, haben sie sich ausschließlich von Gras ernährt. Sie kriegen den ganzen Sommer über, auf Nacht ungefähr, alle miteinander 5 Kilo Hover. Leider müssen sie einfach in den Stall leichen gehen. Und sonst ernähren sie sich den ganzen Sommer ausschließlich von Gras. Jetzt im Herbst nach, in einer Woche oder 10 Tagen, werde ich anfangen, mit Getreide ein bisschen zuzufüttern. Einfach um ein bisschen ein Fett drauf zu kriegen und ein bisschen die Brust erwachsen zu lassen zum Schluss. Zurzeit halten an die 50 Bauern Masthähnchen, Truthühner oder Mastgänse und es werden mehr. Dennoch steckt die Geflügelzucht hierzulande noch in den Kinderschuhen. Um die Geflügelzucht voranzubringen, leistet der Bauernbund Unterstützung. Die Mitarbeiter des Innovationsschalters im Bauernbund setzen sich seit einigen Jahren verstärkt für den Aufbau von neuen Nischenprodukten ein. Im Obst- und Gemüsebereich genauso wie bei Fleisch, Fisch und eben Mastgeflügel, das derzeit mit einem 2-jährigen EU-Projekt finanziell gefördert wird.
Man sieht eben, dass die Nachfrage da ist nach Geflügelfleisch. Es ist der Trend da auch, mehr Geflügelfleisch zu konsumieren. Aber auf der anderen Hand gibt es noch sehr wenig Produzenten in Südtirol, die regional Geflügelfleisch produzieren. Und da sehen wir auch Chancen für unsere Landwirte, einen Nebenerwerb oder eventuell auch einen Vollerwerb am Betrieb zu generieren. Dabei bieten die Mitarbeiter des Bauernbunds keine fachliche Unterstützung an, sondern beraten beim Aufbau dieser Nische und bei der Vermarktung. Und sie organisieren Fachtagungen und Lehrfahrten ins Ausland zu Betrieben, die langjährige Erfahrung haben. Wir haben mittlerweile eine Kontaktliste mit 100 Interessierten, die sich im Laufe des Projekts für Veranstaltungen, Kurse gemeldet haben. Wir haben letzten März auch eine kleine Umfrage gemacht an die 100 Betriebe. Und man sieht schon, im Finchgau und im Eisacktal gibt es da eigentlich ein reges Interesse. Die Stückzahlen sind jetzt noch relativ gering. Da sprechen wir von Geflügelzahlen zwischen 30 und 100 Stück. Aber die Tendenz ist auf jeden Fall steigend. Und wir versuchen ein Projekt durchs Angebot, das den Landwirten in Südtirol schmackhafter zu machen, in den Zweig einzusteigen. Die Gänse vom Quellenhof in Innerratschings haben nun nach ungefähr 6 Monaten ihr Schlachtgewicht erreicht und werden in den nächsten Wochen auf Martini hin zur Schlachtung nach Brixen gebracht. Im Schlachthof Brixen, der seit den 80er Jahren in Betrieb ist, wurden vor 3 Jahren die Vorrichtungen für die Schlachtung von Geflügel geschaffen. Seitdem werden hier neben 4000 Stück Rindern, Schafen und Schweinen auch regelmäßig etwa 1000 Stück Truthühner, Gänse, Enten und Hühner im Jahr nach einer vorherigen Betäubung geschlachtet. Wir sind also gestartet, um einmal im Monat oder zweimal im Monat einmal geschlagen und eigentlich und jetzt schlagen wir praktisch jeden Montag regelmäßig auch Geflügel. Und also ist eher im Steigen und nicht im Fallen. Also das Potenzial ist scheinbar eher noch vorhanden und steigert sich. Und ich glaube, das ist eben, dass viele Nebenerwerbsbauern eben diese Nische entdeckt haben und direkt die Vermarktung machen an direkten Kunden oder auch an Metzgereien, die das natürlich dieses Geflügel auch schätzen und auch mit einem höheren Preis dann eben verkaufen können. Im Zuge der Schlachtung werden alle Tiere geprüft auf ihren Allgemein- und Gesundheitszustand. Erst dann werden sie weiterverarbeitet und verkauft. Ich bin eigentlich mit dem ganzen Ablauf der Schlachtung von Anliefern des Viehs bis zum Ausgabe der Schlachtkörper eigentlich verantwortlich und da zuständig und muss natürlich darauf achten, dass eben die Schlachtanordnungen eingehalten werden, die Hygieneordnungen und so weiter eingehalten werden, damit ein sauberes Lebensmittel, eben Fleisch, eben den Konsumenten übergeben werden kann. Nachdem sich das lokale Produkt in Haltung, Fütterung und Verarbeitung vom Massenprodukt im Lebensmittelhandel unterscheidet, darf es auch etwas mehr kosten. Das Geflügel, was da angebracht wird, das ist ja alles in Freilandhaltung, wird das aufgezogen. Das ist nicht Käfighaltung, das ist alles im Freien passiert es und natürlich die Lebensqualität und die tierschutzgerechte Haltung ist natürlich für den Kunden entscheidend, wenn er Fleisch kauft und da bereit ist, auch etwas mehr zu bezahlen. Denn auch für den Züchter muss die Rechnung stimmen. So beträgt der Kilopreis für die einheimische Gans 20 Euro im Direktverkauf und 15 Euro im Weiterverkauf an die Gastronomie. Der Verdienst, logisch, kann ich nicht ganz genau sagen. Anrechnet immer zum Schluss, normalerweise. Nein, wie gesagt, haben sie nicht angeschlagen, aber es schaut ganz danach aus, wie wenn es ganz gut funktionieren würde. Inzwischen wird Geflügel auf mehreren Höfen verstreut im ganzen Land gezüchtet. Derzeit ist aber noch nicht klar, ob alle Tiere zum Schlachthof Brixen gebracht werden. Zurzeit laufen Überlegungen am Schlachthof Brixen, einen zusätzlichen Verarbeitungsraum für das Geflügel zu errichten. Eine weitere Investition, die sich nur bei entsprechender Menge an Schlachtungen auszahlt. Zurzeit ist schon der Schlachthof Eisacktal der einzige, der was eben praktisch die Berechtigung hat und auch die Nummer hat, die Genehmigung hat, eben Geflügelschlachtungen durchzuführen. Gänse- oder Entenbraten sind hierzulande eher noch Neuland. Mittlerweile aber bieten auch einige Südtiroler Restaurants und Gasthöfe einheimische Geflügelspezialitäten an. Regionalität und Frische sind gefragt. Und der Kunde, der etwas tiefer in die Tasche greift, erwirbt mit dem Produkt
zusätzliche Vorteile. Also er hat ein regionales Produkt, das keine großen Wege hinter sich hat, das im besten Fall extensiv gehalten worden ist, das heißt mit Auslauf, was nicht in 4 Wochen auf dem Endmastgewicht oben ist, das was ein Langmast vielleicht hinter sich hat und hat im besten Fall auch die Möglichkeit, den Produzenten direkt zu kennen, der das Geflügel dann produziert hat. Ein Gänsebraten an Martini oder ein Entenbraten zu Weihnachten, das ist eine kulinarische Tradition, vor allem bei unseren Nachbarn in Österreich und Bayern. Aber vielleicht schon bald bei uns, wenn sich diese Nische der Geflügelzucht als interessante Nische erweisen sollte. Interessierte Bauern und Bäuerinnen jedenfalls können sich im Innovationsschalter des Bauernbunds melden. Und wir begeben uns jetzt noch einmal auf eine Alm. Die meisten Tiere sind ja inzwischen von den Almen zurückgekehrt. Am vergangenen Wochenende aber hat ein Bauer aus dem Bustertal sein Vieh von der Alm getrieben, und zwar über die Grimmler Dauern vom Pinzgau ins Arndal. Stefan Nicolini hat diese besondere Grenzüberschreitung von Mensch und Tier begleitet. Wenn die Sonne so schön aufgeht auf die Alma, ja, da freut sie mein Leben und mein Sinn. Und ich danke das grad tausendmal, Herrgott, dass ich ein Bergeskind bin. In den Grimmler Tauern ist die Sonne bereits aufgegangen, als sich der Zug der Passhöhe nähert. Wir befinden uns am Schnittpunkt zwischen dem Naturpark Riesenferner Arn und dem Nationalpark Hohe Tauern im salzburgischen Pinzgau. Den Weg voran gehen Josef Obermeier und sein Sohn Hannes vom gleichnamigen Bauernhof in St. Jakob im Arntal. Am Alpenhauptkamm auf 2600 Meter Seehöhe befindet sich die Staatsgrenze zwischen Österreich und Italien. Nun steht der nicht ungefährliche Abstieg ins Arntal bevor. Die Kälber folgen den älteren Kühen, die den Weg kennen. Das Hochgebirge ist heuer noch schnee- und eisfrei, nicht gerade zum Vorteil der Rinder, die bis zu 800 Kilogramm auf die Waage bringen. Für die Kühe ist es etwas feiner, wenn ein bisschen Schnee war. Weil sie einfach eine feinere Unterlage haben. Es ist da ziemlich ein storniger Weg und da haben sie auch viel einfacher, tun sie sich viel leichter mit gehen. Beim Oberstall auf der oberen Tauernalm wird jedes Jahr eine Rast eingelegt. Hier können die Kühe sich ein wenig von der langen Wanderung erholen. Auch für die Hirten und freiwilligen Helfer eine willkommene Gelegenheit, sich zu stärken. Ja, wir sind heute um 13:30 in der Früh einfach gestartet. Und bis auf den Grimmler Tauern habe ich 6,5 Stunden gebraucht. Ist relativ schnell gegangen. Die Kühe sind alle recht richtig gewesen und alle recht fit. Und jetzt aber da, wenn ich über den Stall mache, wird es einmal wieder Pause da. Wir wollen jetzt einmal eine Stunde lassen, wir aufhalten, einmal etwas essen und auch die Kühe mal etwas fressen. Und dann starte ich weiter. Dann gehe ich bis zur Adleralbe und bei der Adleralbe bleibe ich. Bis morgen in der Früh. Und morgen in der Früh gehen wir mit den Kühen heim außen. Seit 1880 ist die Schachenalpe im Grimmler Achental in Besitz der Arntaler Familie Obermeier. Bis in die 1970er Jahre wurden auf der Alm neben Rinder auch Schafe, Ziegen, Schweine und Pferde gehalten. Ja, die Alm gehört schon seit Generationen sind Höfe dazu. Und daheim haben wir nicht so viel Fütterfläche und brauchen wir die Alm im Sommer dringend. Die sind 4 Monate komplett alle weg und Ende Mai bis ungefähr 10. Oktober sind wir drüben. Und die Milch liefern wir. Die meiste Zeit, also bis Mitte September, liefern wir an die Pinzgau-Milch. Und die Qualität, was ja auch überprüft wird, die kann sich auch ganz gut zeigen lassen. Wir haben gute Inhaltsstoffe
Und mit den Zellzahl ist also auch recht in einem guten Bereich. Und dann ab Mitte September die wohl ein bisschen selber kibbeln und kasen. Dafür ist Vater Franz zuständig, der den Sommer über auf der Alm verbringt und die Kühe versorgt. Der Graukäse, den er produziert, hat einen geringen Fettgehalt und eine dünne, rissige Rinde, die meist einen grünlich-grauen Edelschimmelrasen aufweist. Rein wirtschaftlich zahlt sich schon mal erstens einmal deswegen aus, weil die Albe ja ins geherrscht und durch sie, dass die Viecher im Sommer alle auf die Alm kommen, weißt du, hilft daheim entlastet. Und damit kann man auch im Winter ein bisschen mehr Viech haben. Und das Zweite, was eigentlich auch fast der wichtigste Aspekt ist, ist auch einfach die Tiergesundheit. Dass einfach die Kühe den ganzen Sommer auf der Alm sind, dass die Auslauf haben, dass die in der frischen Luft sind, dass die ein gutes Gras kriegen, sie werden. Das ist eigentlich eines einfach die wichtigsten Sachen. Verwendung findet der Graukäse von Franz Obermeier beispielsweise in der Pinzgauer Käsesuppe, die Alexandra Steiner auf der Hölzlaner Alm zubereitet. Den Sommer über bewirtschaftet die Familie Steiner die Jausenstation, die sich talauswärts befindet. Also für uns ist da eigentlich eine Freundschaft entstanden. Es gibt da auch kein Neid. Wir sind eigentlich froh, dass wir die Milch von ihr beziehen können. Ein Kass, den kaufen wir auch bei ihr. Und die Touristen nehmen das relativ gut an, weil die sind natürlich auch froh um eine frische Almmilch. Und ja, ich muss sagen, seit 3 Jahren sind wir jetzt da. Und eigentlich seit dem ersten Jahr ist das, wie wenn wir uns schon ewig kennen würden. Nun muss ich von der Alm einmal raus. Da hätte ich auch noch ein Bett. Schaut mal auf die schöne Landl. Und vergesst mal die Heimat gar nicht. Die Kühe haben die Nacht auf der Adleralm verbracht und werden am kommenden Morgen in St. Jakob erwartet. Der Almabtrieb des Obermoor ist ein Dorffest, an dem die ganze Bevölkerung Anteil nimmt. Fürs leibliche Wohl hat die Bäuerin vorgesorgt. Wir kochen die Fleischsuppe. Da gibt es mit den guten Krapfen dazu. Also wir machen die Tage davon Mohnkrapfen, Schöttekrapfen, also Schöttinnen, sagt man bei uns da, und Kriegkrautinnen. Und das wäsch in die Gäste, also da kommen ganz viele Verwandte, Freunde und so weiter, was das Fest mit uns mitfeiern. Und die, in dem wäsch nachher auch getischt, ja. Das ist kein touristischer Event, das ist ein familiäres Ereignis. Und das ist der Höhepunkt eigentlich vom ganzen Jahr. Eines steht bereits jetzt fest. Die Obermoor werden ihr Vieh auch in den kommenden Jahren auf die österreichische Alm auftreiben. Ja, mit der Rückkehr der Almleute und Tiere von den Almen wird endgültig der Herbst eingeläutet. Das war Land und Leben im Oktober mit einem Rundblick von den Grimmler Tauern beim Almabtrieb vom Pinzgau ins Arntal, mit einem Ausblick auf die Möglichkeiten der Geflügelzucht und mit einem Rückblick auf die erste Landwirtschaftssendung vor 50 Jahren. Ich hoffe, es war wieder einiges für Sie dabei. Es hat Ihnen gefallen. Ich bedanke mich für Ihr Interesse. Wir sehen einander wieder in einem Monat. Auf Wiedersehen.